Höre, glaube und lebe durch das inspirierte Wort Gottes. Herzlich willkommen zur täglichen Andacht aus Maranatha, einem Andachtsbuch von Ellen G. White. Die Herrlichkeit der himmlischen Welt, 20. November. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Jesaja 64, Vers 3. Viele haben sich danach gesehnt, in die Herrlichkeit der zukünftigen Welt einzudringen und die Geheimnisse des ewigen, nicht offenbarten, aufgedeckt zu bekommen. Doch sie klopfen vergebens. Was offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern. 5. Mose 29, Vers 28. Der große Offenbarer hat unserer Intelligenz vieles kundgetan, das wesentlich ist, um zu begreifen, was den Himmel anziehend macht und dann auf die Belohnung zu schauen. Was Jesus über himmlische Dinge eröffnete, ist von einer Art, die nur von einem geistlich ausgerichteten Verstand geschätzt werden kann. Mag die Fantasie sich auch bis zum Äußersten anstrengen, um die Herrlichkeit des Himmels vorzustellen, hier gilt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Die himmlischen mit Verstand begabten Wesen sind überall in unserer nächsten Nähe. Engel des Lichts schaffen eine himmlische Atmosphäre für die Seele und erheben sie dem Unsichtbaren und Ewigen entgegen. Mit unseren natürlichen Augen können wir ihre Gestalt nicht sehen. Nur durch geistlichen Durchblick können wir himmlische Dinge als solche erkennen. Unsere menschlichen Kräfte würden durch die unsagbare Herrlichkeit der Engel des Lichts ausgelöscht. Nur ein auf Gott ausgerichtetes Ohr kann die Harmonie der himmlischen Stimmen erkennen. Es ist nicht im Sinne Christi, durch brillante Schilderungen die Gefühle aufzuputschen. Er hat sich ausreichend offenbart, als der Weg, als die Wahrheit, als das einzige Mittel, wodurch man Heil erlangen kann. Mehr ist wirklich nicht nötig. Er könnte die menschliche Seele an die Schwelle des Himmels versetzen und uns durch die offene Tür die Herrlichkeit zeigen, die aus dem Inneren des himmlischen Heiligtums herausflutet und durch die Portale leuchtet. Aber wir müssen das im Glauben schauen, nicht mit unseren natürlichen Augen. Er vergisst nicht, dass wir seine menschlichen Werkzeuge sind, die in einer Welt, die vom Fluch gekennzeichnet und geschädigt ist, Gottes Werke tun sollen. In dieser Welt, die mit sittlicher Verfinsterung befleckt ist wie mit einem Grabtuch, in dieser Welt, wo Dunkelheit die Erde bedeckt und Finsternis die Völker, sollen wir im Licht des Himmels dahin wandern. Amen. Der Herr segne und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Bis zum nächsten Mal zur Andacht mit dem Thema Ewige Dinge betrachten. Am 21. November.